Speichervorgang. Bitte das System nicht ausschalten. Yay. So. Schalten ab. Vielleicht komme ich ja noch bis zum Eistempel in 3 Minuten, dann kann ich genau um 15 anfangen. Hat eigentlich schon irgendwer das Resident Evil für den 3DS? Frag ich mal jetzt an den Chat. Weil ich wollte mir das vielleicht... Ah, schon wieder die Sackgasse! Ich wollte mir das vielleicht kaufen, aber... Ich habe gehört, dass man soll seinen Save, seine Save-File gar nicht löschen können. Aus welchem Grund auch immer. Witz. Wahrscheinlich gibt es irgendwie einen Weg, wenn man das... Bitte den... Wenn du es durchgespielt hast, dann darfst du es. Wer weiß. Ich auch nicht. Das wäre aber sehr blöd. Also, wahrscheinlich ist das viel zu laut. Ich weiß gar nicht, was du machst. Ich denke mal, das kann man auch so löschen, weil allein schon, weil im DS eine ganz normale SD-Speicherkarte drin ist, wenn du einen Kartenleser am Rechner hast. Irgendwie wird man bestimmt rein löschen können, aber nicht und soll halt den Speicherkarte löschen. Aber nicht halt in-game. Ja. Oder halt irgendwie, bitte das Gerät nicht ausschalten. Nicht irgendwann ausschalten. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel gut ist. Aber ich glaube, dann muss ich erstmal Resident Evil auf GameCube durchspielen. Resident Evil 4. Ja, kann knapp werden mit dem. 10 Minuten. Ich hab wahrscheinlich ein bisschen zu laut, ne? Ich höre nichts. Ja, gleich, aber. Tja, tja, tja! So, Secret Exit will ich hier noch gar nicht gehen. Nein! Nein! Tail Nummer 5. Yay! Yay! Aber das ist schon das 8. Level, was man überfliegen kann. Geil. Chaos, du sollst lauter machen, da will jemand Hey Ja hören. Nein. Was zockst du dann eigentlich? Majora's Mask. Wo war denn das Secret nochmal in der? War das in so einer Röhre drin, ne? Und da musste man... Kurz vorm Ende. Da musste man irgendwie einen Schlüssel, war da drin. Da gibt's einen Glitch, wie man es holen kann, wenn man gleichzeitig stirbt. Die im Chat können ja mal raten, wie lange ich ungefähr brauche für den Snowhead Mountain Tempel. Der Eistempel. Ja, der Kronen Eistempel da. Oh. Warte, nee. Ich muss von beiden Seiten diesen Weg freischalten jetzt. Okay, das erste Angebot sind 30 Minuten. Schon knapp, oder? Oh. Ich guck mal. Ich weiß selber nicht genau, wie lange ich brauche. Deswegen wird das lustig. Also Zeit gestellt? Ich guck bei dir einfach schon gleich rauf. Also. Die zweite Schätzung ist 60 Minuten. 60 Minuten. Lass mich an die Blume ran. Das war eine geile Blume. Wenn ich 60 Minuten brauche, dann wäre das viel zu lang. Ja. Ich habe nur 2 Stunden Zeit für die ganzen Forequests. Snowhead Mountain. Ja, vielleicht müssen wir die ganzen. Nee, ich gehe erstmal nochmal. Den ganzen Plan ja nochmal umstellen von den Gameback Days, wenn Reven da irgendwie was hat. Ach ja. Dann habe ich vielleicht 3 Stunden Zeit. Ja, dann können wir sowieso noch was machen. Hi, Alex the King. Das Spiel habe ich auch nie gespielt. Alex the Kid.
Ach, dann wollte ich doch den anderen Weg gehen. Gott, auf der Gamecube-Version ist so viel Slowdown. Ne? Muss dann gucken, ob du mit N64-Controllern klarkommst. Ja. Meinetwegen können wir auch mit N64 spielen. Mit der Gamecube spielen. Ja, muss er gucken, kannst du. Slowdown ist halt nur in der Stadt. Ich meine, du bist vielleicht du auch am meisten geübt dafür. Am meisten so extrem. Ja, ich will dann nochmal üben, wenn du deinen Safe-State hast. In Mekana Canyon. Jo, ich bin davor vom Mekana Canyon. Ja, den will ich noch mal üben, den Brunnen also, vor allen Dingen. Du musst dir Epona noch holen und so. Scheiß. Oh Gott. Das dauert, oder? Ach, nee. Du musst einmal die. Muss man die Nacht dafür überstehen? Ich sterbe nicht, nein! Weiß gar nicht, ob man die Nacht überstehen muss. Dann könnte es lange dauern, weil das kann ich ja nicht gut. Ich weiß nicht, muss man das machen? So schnell ist die Nacht überstehen. Dann. Ja, es muss nur auf der Kiste stehen, die ganze Zeit abgucken. Jo. Und vielleicht mal hinter das Haus laufen und den dann abgucken. Muss ich üben. Außer ich übe diesen einen übel schweren Jump. Oh nee. Nein, muss nicht. Außer du willst. Ich kann meinetwegen noch mal ein bisschen probieren. Einen Moment. Ja, ja. So, ich bin dann erstmal essen, ne? Okay, guten Appetit. So eine Viertel bis halbe Stunde wieder. Ah, ich sterbe schon wieder nicht. Ist das wieder laggy oder was? Cast. Gut, dass ich jetzt das Kronen Schlaflied aus dem Kopf kann. Warum? Weil das voll komisch ist. Vielleicht komme ich sogar bis zu 20 noch rein, also ich hänge natürlich ein bisschen hinterher. Bei mir ist jetzt 30. So, diesmal ohne sterben. Nee, schaffe ich nicht. Ich muss mir auf jeden Fall noch mit P mit. Das war knapp. Fange ich bei 21 oder so an. Gut, beim ersten Mal geschafft. Diesen dünnen Weg mit Powerrollen lang gegangen. Was hat das eigentlich sich mit den ganzen 1337 auf sich? Ja, der Abschaff hat schon gesagt, es ist Lead Speak einfach. So, versuchen wir den Kackcamp zu machen. Yoshi kann ich eh nicht lange behalten. Den Jochen. Ach, jetzt kommt erstmal die Katze, dass ich zum Boss da. Egal. Ui. Ja, ich mach los. Bei mir ist jetzt einfach. Moment mal. Zora-Maske an. Die Zora-Maske hat man doch noch gar nicht. Ja. Und das Game ist gefreezed, wie geil ist das denn? Oh. Ah. Ah. Wie nervig. Hallo? So, wir da. Du hast weg? Ja. Kurz. Hast du mitgekriegt, dass mein Game gefreezed ist?
Okay. Was heißt? Ich muss ein Reset. Fuck. Darf ich mir wieder Bombschüsse holen und so? Erstes Mal, dass es bei mir eingefroren ist. Ich hab einen Ballon, Mario. Darf ich wieder so 10 Minuten? Oh, ja. Nintendo! Noch mal freigeschaltet. Oh, das Level kann man überfliegen und dann verkacken. So, jetzt aber. Hui! Also das Gebot war, das schnellste war 30 Minuten. Ich glaub schon. Okay. Ich glaube, ich will hier rein. Ja, richtig. Super. Gehen wir durchs Osttor, dann kommen wir zu... Oh ja, wirklich. Zeit war langsam. Matrix. Kann man hier rüberfliegen? Hier kann man bestimmt rüberfliegen, oder? Oh, Zeit ja, langsam. Ja, nice. Das kostet... Das Level dauert sonst so lange. So, glaube ich, richtig schnell vorbei. Ja. 39 Minuten und 0,9, ja. 90 Sekunden. Na, 0,9, das wäre von einer Minute 90%. So, was wäre das hier? Forest Fortress. Warum soll ich die Lieder in Ocarina of Time 3DS auswendig können, wenn da unten alle Songs angezeigt werden? Aber ja, ein paar konnte ich bestimmt auswendig. Bolero, Fire, so das Wiegenlied. Vogelscheuch im Volker, den ich mir sauber ausgedacht habe. Unten. Was habe ich denn da? Ne, ich habe da irgendeinen Song aus Mario aus dem Nass genommen. Glaube ich. Dolorin? No try. Take us less on home. This is a castle. Dum 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 dum. Wäre cool, wenn ich es jetzt wieder darüber schaffe. Beim ersten Mal direkt. Worüber? Über den Abgrund, also. Mit der Powerrolle da. So. Über schnell. Über einen ganz schmalen Weg ist er. Du hast eine Fee gefangen! Ja. Awesome.